absolute Traumkulisse heute. 17.000 in der pickepackevollen Chiemgau-Arena. 0 Grad, die Sonne scheint. Hörndlwand und Rauschberg fast tadellos zu sehen. Was will man mehr? Und die 30 besten Frauen dieses Winters haben sich an der Startlinie bereits versammelt. In der ersten Reihe natürlich die drei Besten des Weltcups. Aber fangen wir mit der ersten Deutschen an, mit Franziska Preuß, Startnummer 10. Zuletzt in Oberhof in hervorragender Verfassung. Startaufstellung hier ein bisschen anders als im letzten Jahr noch. Franziska Hildebrand mit der 6 ist in der zweiten Startreihe zu finden. Eine Topschützin, schon 7-mal in diesem Winter unter den besten 10 zu finden. Auch heute mit guten Aussichten. Veronika Witkowa. In den letzten Wettbewerben stets mit den besten Laufzeiten und in Oberhof mit dem ersten Sieg ihrer Karriere. Auch auf sie werden wir heute ganz besonders achten. 2 Minuten werden angezeigt vom Renndirektor Borut Nunar. Wir schauen noch mal auf die erste Startreihe. Dorothea Vira, die Italienerin, die in diesem Winter so richtig gut unterwegs ist. 3-mal auf dem Podest. Mit der 3. Valentina Semerenko, eine der allerbesten Schützinnen. Sie ist auch die dritte in der Weltcup-Gesamtwertung. Trägt also deshalb heute auch diese Startnummer. Schon 4-mal unter den besten 3 zu finden in diesem Winter. Dann kommt Daria Dobratscheva, zuletzt ein bisschen geplagt durch Magen-Darm-Beschwerden. Deshalb nur in Anführung 2. hier im Sprint. Hinter der Überraschungssiegerin aus Norwegen, Fanny Welle Strandhorn. Heute ist sie wieder topfit. Und die Überfliegerin in der Spur und in der Weltcup-Gesamtwertung momentan Kaisa Mäkäräinen aus Finnland. Das sind natürlich die Top-Favoritinnen, die besten 3 in der ersten Startreihe. Im letzten Jahr, wenn Sie sich erinnern, gab es noch diese 10er-Startreihen. Da wäre Franziska Preuß heute noch aus der ersten Reihe gestartet. Heute steht sie in der 4. Das ist schon so ein kleiner Nachteil. Gibt da einen schönen Vorschlag von Gerald Hönig, dem deutschen Frauentrainer, der sagt, warum hier nicht auch so ein keilförmiger Start, dass die erste einen kleinen Vorteil hat gegen die nächsten beiden. Ich glaube, das wäre ein bisschen gerechter. Vielleicht gibt es ja noch mal eine neue Überlegung. Also gleich geht's los. 3 deutsche Damen heute mit dabei. Vanessa Hinz hat mir noch nicht gesehen. Die trägt die Startnummer 12. Los geht's hier also, die wilde Hatz vorbei an dieser imposanten Tribüne. Da werden Erinnerungen wach an diese legendäre Weltmeisterschaft 2012 hier in Ruppolding. Da gab es fast jeden Tag Wetter wie heute. Daria Domracheva mit der 2 bemüht sich um die Spitzenposition, hat da gleich mal richtig auf die Tube gedrückt. Rein ins Omega und hier gibt es natürlich den Effekt, bist du hinten dran, musst du erst mal warten. Lauert die Gefahr, den anderen auf die Skienden zu steigen. Siehe hier, Marie Dorin-Abert, die Französin, hinten dran mit der 29, verliert gleich mächtig Boden. Also, klarer Vorteil für die aus den ersten beiden Startreihen. Und ein deutlicher Nachteil für die, die weiter hinten ran müssen. Durch diesen Ziehharmonika-Effekt verliert man da mächtig Boden auf der ersten Runde. Aus der Mitte heraus, Daria Domracheva. Sehr effektiv, fast Bilderbuchtechnik, extremer Vortrieb, schöner Stockeinsatz. Also das ist wirklich wie aus dem Lehrbuch, was Daria Domracheva ein ums andere Mal zeigt. Beeindruckende Bilder hier. Es darf jetzt also gleich geskatet werden. Noch im letzten Jahr wurden ja die ersten 50 Meter in der klassischen Technik zurückgelegt. Im Doppelstockschuh dann erst durfte in die Skating-Technik gewechselt werden. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze hier gleich sortiert.
Veronika Vítková, die laufstarke Tschechin, links mit der 5, hat sich gleich da eine Position an der Schulter von Daria Domracheva gesichert. Und upsala, da gibt es diesen Strauchler von Dorothea Wierer, die in diesem Jahr so hervorragend unterwegs war. Ausnahme hier die Staffel in Ruppolding, da hat sie gleich zwei Strafrunden fabriziert als Startläuferin und damit ihre Staffel hoffnungslos zurückgeworfen. Franziska Hildebrand da mit einer guten Position. Franziska Preuß hat ein bisschen Raum verloren am ersten Omega, die musste warten. Jetzt geht es hier zum ersten Mal rauf, den Schießstandberg. Knüppelhart diese Anstiege, auch wenn die Sonne scheint. Das tut richtig weh, denn das sind ja schon wieder zwei lange, anstrengende Wettkampfwochen im neuen Jahr. Oberhof und Ruppolding. Schauen Sie sich diese Kulisse an, auch das ist neu in Ruppolding. Hier so viele Zuschauer dicht am Schießstandberg, das war im letzten Jahr noch nicht möglich. Sie arbeiten daran, dass sie ganz, ganz dicht ran können, die Zuschauer, an die Athleten. Immer noch Domracheva und Vítková vorn. Ganz sauber, Franzi, da kannst du mitlaufen. Aber Nessa, super Position, dranbleiben. Ja, Franzi, schön Kraft, vorn mitlaufen, jawohl. Immer schwierig auseinanderzuhalten für die Franzis. Die Kommandos von Tobias Reiter, dem 29-jährigen Co-Trainer, der hier oben steht auf dem Schießstandberg, der hat's gut. Der geht gleich einmal nur auf die andere Seite rüber und kann die beiden Franzis wieder anfeuern. Und hier sehen Sie mal mittendrin mit der 10 Franziska Preuß, wie sie da mächtig warten musste. Das war gleich am Anfang im Omega hier nach dem Start. So, vorn jetzt hier Veronika Vítková. Die hat das wirklich überragend gemacht vor einer Woche in Oberhof. Hat sich unglaublich gefreut über ihren ersten Sieg überhaupt. Gewann den Sprint dort in Thüringen. Dahinter jetzt Valentina Semmerenk und dann schon Franziska Hildebrand, die sich hier eine klasse Ausgangsposition gesichert hat. Hier Vanessa Hinz. Und etwas weiter zurück durch den Startstopp, jetzt durchs Bild gelaufen, Franziska Preuß. Kulisse. Da kommen sie wieder in Richtung Anstieg. Vítková läuft auf Wolke 7. Das muss die gewesen sein, die wir da oben gerade gesehen haben. Zwei tschechische Staffelsiege gab es zuletzt in Oberhof und in Ruppolding. Dann, wie gesagt, ihren Sprinterfolg. Und Franziska Hildebrand dahinter, die macht das richtig gut. Seit 5 Jahren lebt und trainiert sie hier in Ruppolding. Wird trainiert von Rudi Schöllmann und Rico Groß. So, falls Sie heute zum ersten Mal zuschauen bei den Wettbewerben von Ruppolding, das hier ist ein neuer Streckenabschnitt. Hier ging es in den letzten Jahren runter aus der Abfahrt in die Fischer-Schikane, in das Fischer-S. Das gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt hier diesen kleinen Kringel hinten raus. Dann nochmal die kleine Brücke. Also hier muss jetzt nochmal gearbeitet werden. Hier geht der Puls nochmal rauf. Da oben sieht man heute nicht das Sonntagshörnl. Es liegt im Nebel und dann geht es rechts rum zum ersten Mal zum Schießen. Jetzt Valentina Semmerenko vorn, sie heute Einzelkämpferin aus der Ukraine. Dahinter Vítková, die Tschechin im Zutritt im Wettbewerb, genau wie Deutschland, Italien, Norwegen. Gar mit 4 Starterinnen heute Frankreich dabei. So, erstes Schießen, liegend Anschlag. Alle suchen sich die Schießbahn, die ihrer Startnummer entspricht. Auf die 3 also geht gleich Valentina Semmerenko. Die 6, die 10 und die 12, das sind die Bahnen der drei deutschen Damen. Franziska Hildebrand, Franziska Preuß und Vanessa Hinz. Oh, da gab es da hinten einen Sturz von Franziska Hildebrand, bevor sie auf die Schießbahn laufen konnte. Ich habe nicht genau gesehen, wodurch der verursacht wurde. Vanessa Hinz schon mit dem ersten Treffer.
Ja, klasse Serie von Vanessa Hinz. Die ist ja als Erste fertig mit dem Schießen. Auch Franziska Preuß mit 0 Fehlern und Franziska Hillebrand, die haben wir hier im Bild gesehen. Die hat natürlich durch den Sturz bedingt später angefangen mit dem Schießen. Fehler bei Domracheva und Meckereinen und alle drei Deutschen fehlerfrei im Rennen. Super Einstieg. Erste Hinz, vierte Preuß. Was will man mehr? Elfte Hildebrand und das trotz des kleinen Rumplers da des Strauchlers. Jetzt kommt Zemerenko aus der Runde. Vítková, alle mussten sich Strafrunden laufen. Sokolova, Domracheva, Kaiser Meckereinen. Also, da sind die Deutschen richtig gut rausgekommen aus diesem ersten Anschlag. Dann schauen wir nochmal, wie es passiert ist. Ups, aus dem Gleichgewicht geraten, ohne gegnerische Einwirkung. Die Stöcke hatte sie schon aus der Hand gelegt. Dann, alle Achtung, trotzdem fehlerfrei geblieben. Das ist die Serie von Daria Domracheva. Und da der Fehler beim zweiten. 45 mm der Scheibendurchmesser, dieser innere Ring, das ist die gültige Trefferfläche beim Liegenschießen. So, was für ein Anblick. Vanessa Hinz und Franziska Preuß, nur durch 2 Sekunden getrennt auf 1 und auf 4, angesteckt von den sensationellen Leistungen der Männer gestern im Sprint. 11. Franziska Hillebrand. So, und hier hinten erst die vermeintlichen Favoritinnen. Meckereinen auf 22 mit ihrem Fehler. Fast eine halbe Minute zurück hinter der führenden Vanessa Hinz. Die kommt vom Schliersee. Hat übrigens in der Sommervorbereitung ein paar Triathlons mitgemacht, um sich vorzubereiten. Einen am Chiemsee, einen daheim im Schliersee. Hat sich jeweils aufs Schwimmen konzentriert. Staffelwettbewerbe waren das. Da war sie auch hier mit dabei, als Deutschland Dritte wurde. Und jetzt ganz vorn auf ihren Heimstrecken. Seit 2011 ist sie unterwegs, wird seit dem Sommer, seit dem letzten von Tobias Reiter betreut. Davor von Rico Groß. Und läuft hier wirklich klasse, lange in der 1-1er-Technik. Hat an dieser Technik noch mal richtig gearbeitet in der vergangenen Herbstsaison. Gemeinsam mit Tobi Reiter. Und das sah eben richtig gut aus. Jetzt kommt sie wieder in diese leichte Rotation. Ist aber auch kein Wunder, denn jetzt beginnt der steile Anstieg. Führende noch sehr dicht beieinander. Die ersten 11 bis hin zu Franziska Hillebrand gerade mal um 12 Sekunden getrennt. Jawohl, ganz kurz hoch! Nach dem Schießen. Vanessa, keine Tendenz! Sauber! Franzi, keine Tendenz! Franzi, leichte Hochlage! Zwei Beine hoch! Jawohl! Hopp. Zwei Beine hoch, das ist die Biathlon-Sprache, heißt leichte Hochtendenz. Wir haben es gehört, sie soll ein bisschen nachjustieren, dass sie etwas tiefer das Trefferbild gestaltet. 3 Rasten wären ungefähr 1 Zentimeter, also 2. Bei hoch heißt ja, etwa 2/3 Zentimeter. Also es ist nicht viel, was Franziska Hillebrand korrigieren muss. An der Spitze immer noch Vanessa Hinz, macht sie großartig. Jetzt wird sie attackiert von Veronika Nowakowska-Simjak, der Polin. Und außen stapft Franziska Preuß heran. Auch die will zeigen, ich bin hier zu Hause. Nowakowska, Simjak jetzt vor 2 Deutschen, vor Franziska Preuß und Vanessa Hinz. Kaiser Meckereinen hat wieder Boden gut gemacht, nur noch 14 Sekunden Rückstand, also die Hälfte nach dem Schießen wettgemacht. So, Veronika Nowakowska-Simjak, die Führende, studiert übrigens Sport an der Akademie für Sport in Katowice. Begann diesen Winter im IBU Cup in der 2. Liga mit einem Sprintsieg. Hat sich da ein bisschen Power geholt. Im IBU Cup in diesem Jahr beste Platzierung Rang 7 in Pokljuka. Das war noch
vor Weihnachten im letzten Jahr. Und hinter ihr jetzt, das ist die Sensationssiegerin des Sprints hier, Fanny Welle-Strandhorn. Die junge Dame aus Lillehammer, ihre Mannschaftskameradin. Ganz sauber, überzeugt und entschlossen weiterarbeiten. Ganz überzeugt. Ranzigen, zweimal hoch. Also um den Gedanken zu Ende zu führen, ihre Mannschaftskameradin Tiril Eckhoff hat gesagt, wir waren das funniest Team today. Und spielte darauf auf ihren Namen an, Fanny Welle-Strandhorn. Welle Strand, der Name ihrer Mutter, Horn, der des Vaters. Jetzt ist sie vorn, die Norwegerin. Die hat natürlich Selbstbewusstsein getankt und gute Bretter hat sie auch. Auf 3 und 4 die beiden Deutschen, Franziska Preuß und Vanessa Hinz. Auch Franziska Hillebrand nicht weit weg. Das ist bis hierher eine 1A-Vorstellung der drei. Das ist Stian Eckhoff, der neue Trainer der norwegischen Mannschaft. Und das war entscheidend für mich, hat sie uns bei der Pressekonferenz erzählt. Der Trainerwechsel, der hat mir gut getan, hat mein Schießen dadurch verbessert. Hat gesagt, feiern werde ich wohl nicht. Ich bin nicht mehr die große Partykönigin. Hat auf Kuchen ihrer Mannschaft Kameradinnen gehofft. Den hat sie bekommen und jetzt... Gefolgt von zwei Deutschen auf dem Weg zum zweiten Schießen. Noch einmal ein Liegendanschlag. Jetzt geht die Führende, also Fanny Welle-Strandhorn, auf die erste Schießbahn. Der Wind meint's gut mit den Damen. Das waren die Hülsen, nur 1,6 cm lang. Die ganze Patrone auch nur 2,5 cm. Und die rauschen da gleich mit 320 bis 360 Metern pro Sekunde raus. Auf den Bahnen 3 und 4. Vanessa Hinz und Franziska Preuß. Oh, beide beginnen sie mit einem Fehler. Jetzt auch Fanny Welle-Strandhorn mit dem Fehler. Virolainen durch, Semerenko durch. Franziska Hillebrand 0. Franziska Preuß und Vanessa Hinz müssen einmal in die Runde. Es wird gut geschossen heute. Kein Wunder, es sind exquisite Bedingungen. Nowakowska, Siemniak, die Polin, ist weg und Franziska Hillebrand ist Dritte. Und hier die junge Mama Marie Dorin Aber auf Platz 8. Also Hut ab, Chapeau. Das ist Weltklasse. 4 Monate nach der Geburt ihrer kleinen Tochter Adele. So, jetzt die beiden Deutschen. Vorn mit der 10, Franziska Preuß, dann Vanessa Hinz. Rückstand nicht groß, da ist noch alles drin. Nicht mal eine halbe Minute für die beiden. Wir sehen die Polin, Veronika Nowakowska-Siemniak. Führt das Feld an nach dem zweiten Schießen. 6 Sekunden vor der Russin Daria Virolainen. Russland hier nur mit 2 Läuferinnen dabei. Dann Franziska Hillebrand. Makellose Schießbilanz bis hierher. Du siehst Preuß und Hinz auf 14 und 16. Rückstände noch übersichtlich. Innerhalb alles eines einzigen Fehlers, einer Strafrunde. Sie haben es eben gesehen bei der Polin vorne. Und auch Franziska Hillebrand lässt sich versorgen. Oh, schmeißt da aber unvorsichtigerweise die Flasche auf die Strecke. Das ist nicht ganz fair gewesen. Besser wäre es, sie an der Seite raus zu werfen, denn die nächste kann da durchaus straucheln und zu Fall kommen. Sicherlich im Eifer des Gefechts passiert, ohne Absicht, da bin ich ganz, ganz sicher. Auch vorne die Polin ist 28 Jahre alt, jetzt schon seit ein paar Jahren in der erweiterten Weltspitze auszumachen. Erinnern wir uns an Vancouver 2010, da war sie Olympia-Fünfte über 15 Kilometer, weil sie eine sehr gute Schützin ist. Und jetzt ist Dasha, Daria Domracheva da. Als es zum nächsten Mal in Richtung Schießstandberg geht, hat er eben 0 geschossen und übernimmt jetzt die Spitze. Magen-Darm-Schwäche ist überwunden, sie ist wieder topfit. Daria Domracheva
die Olympiasiegerin auf dieser Strecke. Dreimal Gold gab es in Sochi, eine goldene auf dieser Massenstartdistanz. Weltmeisterin auf dieser Strecke 2013, Silber auf dieser Strecke 2011. Sie ist eine echte Championess in Sachen Massenstart. Dann Nowakowska und dann die gelb-rote Kajsa Mäkeräinen. Nach dem einen Fehler im ersten Schießen jetzt auch fehlerfrei geblieben. Genau, da kommt Stehkraft vor, versucht mitzugehen hier. Supergruppe, so weiterarbeiten. Komm hoch! Recht hat er, das ist eine super Gruppe. Allerdings wahrscheinlich gefühlt sogar ein Ticken zu schnell. Hier Fanny Welle Strandhorn. Zurückgefallen, war ja als Erste zum Schießen gekommen, hat sich dann Fehler geleistet und ist hinter Vanessa Hinz auf Platz 17. Als sie gewannen in Sochi, gab es diesen Massenstart ja erst zum dritten Mal bei Olympia. Die Premiere 2006 gewann Anna-Karin Olofsson. Da war unsere Expertin, Kati Wilhelm übrigens zweite, Uschi Diesel dritte. Und weil wir vorhin Magdalena Neuner gesehen haben, die gewann den Massenstart bei Olympia 2010 in Vancouver. Das 26, das war gerade die dritte Tschechin im Feld. Jitka Landowa gefolgt von Franziska Preuß. Und dahinter dann mit der 12 Vanessa Hinz. So, die beiden Laufbesten des gesamten Winters sind jetzt an der Spitze. Daria Domracheva gefolgt von Kajsa Mäkeräinen. Die Weltcup-Zweite der Gesamtwertung vor der Führenden. Ein bisschen sauer war sie schon, obwohl sie ja Zweite geworden war im Sprint. Daria Domracheva hatte da sich eine Patrone rausrepetiert. Das waren vielleicht am Ende die entscheidenden 3,9 Sekunden, die ihr zum Sieg gefehlt haben. Kajsa Mäkeräinen, die Weltcup-Siegerin des letzten Jahres und Führende dieses Winters. Klasse Lokomotive hier, Veronika Vítková für Franziska Preuß, die in Oberhof vor einer Woche so stark unterwegs war als Vierte im Sprint. Überzeugt bleiben! Da wollen wir jetzt ganz entschlossen wieder ab! Beide trainieren sie hier bei Tobias Reiter in Ruppolding, Franziska Preuß und Vanessa Hinz, hier vorn Marie Dorin-Aubert. Der 29 als Achte weggelaufen vom Schießen mit nur 11 Sekunden Rückstand auf da noch Veronika Nowakowska. Jetzt, da es in Richtung drittes Schießen geht, Daria Domracheva vorn. Jetzt gibt es noch zwei stehende Anschläge. Daria Domracheva und der Massenstart, da gibt es ein paar ganz amüsante Geschichten. Als Führende beim Massenstart 2009 in Oberhof hat sie stehend statt liegend geschossen. Und ein Jahr später als Führende ein sogenanntes Crossfeuer losgelassen. Das heißt, stand auf Bahn 1 wie jetzt und schoss die Scheiben auf Bahn 2 nieder. Das zählt da nicht. Domracheva vor Mäkeräinen. Zwei Strafrunden für die Weißrussin. Chance für die nächsten, auch für Franziska Hildebrand. Die haben wir hier. Mäkeräinen mit dem Fehler, aber auch Hildebrand und Semerenko müssen in die Runde. Gabriela Sokalova, auch sie jetzt mit dem Fehler. Nur die Polen noch ohne Fehler im Moment, von denen die hier schießen. Eine Runde für Hildebrand, Lasirina, die Russin, fehlerfrei. Jetzt wird alles durcheinander gewirbelt. Komplett neue Reihenfolge. Franzi Preuß mit einem Fehler. Und Vanessa Hinz leider schon mit zwei.
Ja, und dabei bleibt sie auch und es gibt eine neue Spitzenreiterin. Das ist das Sensationelle an derartigen Rennen. Bislang überhaupt noch nicht aufgetaucht. Ekaterina Glasirina vor Anaïs Bescon. Aus dem Nichts die beiden jetzt in Führung. Dann Marie Durand-Aberg. Überragend. Die Französinnen sind mit einmal da. Zweite, dritte. Bescon und Marie Durand-Aberg aus Frankreich. Und wir schauen gleich mal, wo sich die Deutschen einrangieren. Franziska Hildebrand ist Zehnte mit 19,7 Sekunden Rückstand. Hier vorne haben wir sie gerade im Omega gesehen. Da kommt Franziska Preuß. 16. mit einem Rückstand von 29,4 Sekunden. Das ist immer noch machbar. Und hier kommt jetzt Kaiser Merkerainen erst. Zurückgefallen. Genauso wie Daria Domracheva. Also irre, wie sich das Bild gewandelt hat. Eben noch Domracheva und Merkerainen vorn. Jetzt Glasirina und Bescon. Zehnte Franziska Hildebrand, nur 20 Sekunden zurück. Da ist noch alles, aber auch wirklich alles nach vorn drin. Hat Daria Domracheva hinter sich, die wird wahrscheinlich gleich überholen. Franziska Preuß ist 16. Und wir schauen, wo Vanessa hinzufinden ist. Auf Rang 25 mit insgesamt jetzt 3 Fehlern. Das ist Nicole Gontier, die Italienerin. Auch die hat sich unbemerkt nach vorn geschoben, wurde hier gerade überholt von Marie Durand-Aberg. Und mit der 11, das ist die neue Spitzenreiterin, Ekaterina Glasirina. Bislang noch ohne Weltcupsieg in ihrer Karriere, mit einem zweiten Platz in diesem Jahr allerdings schon. In Hochfilzen. In einem Verfolgungsrennen, als auch viermal geschossen wurde, von Rang 10 auf Rang 2 nach vorn geprescht. Also die kann es. Die liebt das, wenn hier Oberkörper an Oberkörper geschossen wird. War enttäuscht im letzten Jahr bei ihren Heim-Olympischen Spielen aus Sochi. Nur 67. über 15 Kilometer, dann nicht weiter berücksichtigt in der russischen Mannschaft. Die in diesem Winter übrigens überhaupt noch nicht in die Puschen gekommen ist. Heute zu zweit hier drin. Virolainen, die nach dem zweiten Schießen. Der zweite war. Und jetzt also Glasirina. Da kommen die anderen. Bescon mit der 16. Und Daria Domracheva ist schon wieder da. Das ist doch der Hammer. Zweimal in die Runde gegangen eben. Und schon wieder auf Platz 2. Franzi, schau, dass du da dran bleibst. Ganz klasse. Jawohl, komm, geh damit, Franzi. Auf. Franziska Hildebrand. Ah, Franzi, läuferisch ist es halt ganz stark. Da muss ich mitgeben, Rubikova. Und dann machen wir das beim Stehen. Gib ab! Also Franziska Hildebrand hat zwar 2 Plätze verloren, aber 4 Sekunden gewonnen. Und auch die andere Franziska wurde gelobt von Tobias Reiter. Und völlig zu Recht, läuferisch sieht das richtig, richtig gut aus heute. Es wird noch einmal geschossen. Es ist noch alles drin für Franziska Hildebrand und Franziska Preuß. Noch führt Glasirina, aber Domracheva nähert sich schon wieder. Ja, pustet da auch ganz schön, die Weißrussin, aber alles andere wäre auch eine Überraschung. Hoffentlich übernimmt sie sich nicht. Wartet jetzt noch den Moment, um einen günstigen Augenblick abzupassen. Wenn sie vielleicht vorbei laufen kann an Glasirina. Die weiß, die sieht, wer hinter ihr ist. Aus dem Windschatten raus, überholt sich natürlich besser. Jetzt versucht es Daria Domracheva. Ich denke mal, die Russin wird nicht groß dagegen halten. Dahinter dann mit der 22, das ist ein Ding, das ist Susan Dunkley aus den Vereinigten Staaten. Die einzige Amerikanerin hier im Feld.
Auch die hat sich nach vorn gepirscht. Dunkley mit bis hierher einem Schießfehler. Domracheva mit deren drei. Jawohl! Jetzt ganz cool bleiben nochmal, gell? Jawohl! Ganz sauber! So, wie in jeder anderen Trainingseinheit! Jetzt haben wir mal ganz cool! Hopp! Ja, das ist wirklich leichter gesagt als getan. Jetzt macht's mal wie in der Trainingseinheit. Ganz cool bleiben. Sie wollen natürlich die Lücke schließen, die beiden Franziskas. Dafür brauchen sie die Null, das steht jetzt schon fest. Domracheva versucht, sich wieder ein kleines Polster zu verschaffen. Dann Glasirina, dann Susan, Dunkley. Und dann, also ganz, ganz tiefe Verbeugung, Marie Dorin-Aubert, die 28-jährige Französin, die hier 15. war am Sprint und sich aufgrund der Punkteregel in diesem Massenstart manövriert hat. Die 5 Punktbesten von Ruppolding dürfen mitmachen und die 25 Besten des Gesamtweltcups. Und da ist sie momentan Zweite. Richtig spannende Angelegenheit hier noch. Wir haben gesehen, Stehenschießen und Daria Domracheva sind in dieser Saison nicht unbedingt befreundet. Also, da schwächelt sie hin und wieder mal. Wird gleich als Erste beginnen, das scheint festzustehen. Aber dahinter ist alles möglich. Große Gruppe, die da noch Chancen anmeldet. Mittendrin Franziska Hillebrand. Domracheva steht. Dann Glasirina, Susan Dunkley mit der 29. Marie Dorin-Aubert. Hinten dran müsste irgendwo auch Franziska Hillebrand sein. Franziska Preuß auch. Jetzt trifft sie die ersten drei, Daria Domracheva. Auch den vierten. Und das ist der Erfolg für Dasha, für Daria Domracheva. Da gibt es wahrscheinlich nichts mehr dran zu rütteln. Anaïs Bescon, die nächste Kandidatin, auch fehlerfrei. Valentina Semerenko genauso. Franziska Hillebrand muss noch zweimal treffen. Franziska Preuß fehlerfrei. Also, klasse Leistung auf jeden Fall. Eine Scheibe noch schwarz bei Franziska Hillebrand. Jetzt hat sie sie. Also, das ist eine phänomenale Leistung der beiden Deutschen hier vorn. Franzi Preuß auf 4 und Franziska Hillebrand kommt auch gleich. Und hier biegt Kaiser Mäkerainen ab in die Strafrunde. Nur 14 Sekunden zurück, Franziska Preuß, hier jetzt Marie Dorin-Aubert und da Franziska Hillebrand, 10. Immer noch Top 10, gerade mal eine halbe Minute hinter der Spitzenreiterin. Das ist Vanessa Hinz. Und auch sie kann es, das zeigt sie hier, stehen schießen, das war ihre Wackeldisziplin vor dem Winter, daran hat sie gearbeitet und das hier war der beste Beweis. Und die Meisterschützin, jetzt hat sie keine Scheibe verfehlt, Daria Domracheva. Das war klasse, das war einer Olympiasiegerin würdig und jetzt ist sie vorn 9 Sekunden, das muss reichen. Anaïs Bescon dahinter, die Französin Valentina Semerenko, beide etwa 10 Sekunden zurück. Das können sie nicht schaffen. Aber Franziska Preuß hat noch alle Chancen, zum ersten Mal in ihrer Karriere aufs Treppchen zu laufen. Jetzt bin ich gespannt. Letzte 2,5 Kilometer Schleife. Das wäre ein Hammer. Das ist machbar. Anaïs Bescon und Valentina Semerenko sind nicht die stärksten Läuferinnen. Und Franzi Preuß ist jetzt schon Dritte. Hat sich 2 Schießfehler heute geleistet und das könnte ein Traumtag werden für die Jüngste im deutschen Team, für die 20-Jährige. Sie ist nicht zu knacken, das scheint festzustehen. Und jetzt attackiert sie auch die Französin Franziska Preuß wie auf Flügeln, wie auf Schienen. Jetzt ist sie Zweite. Und wird hier bejubelt und angefeuert. Das ist der helle Wahnsinn. 17.000 Zuschauer in Ruppolding freuen sich wahrscheinlich gleich auf den 19. Weltcupsieg von Daria Domracheva. Aber möglicherweise über das erste Treppchen von Franziska Preuß. Abwarten. Hier vorn kommt die Siegerin des Tages. Und da hinten, da kommt Franziska Preuß als Erste den Anstieg rauf. Ein Wahnsinn. Und hier ihr Heimtrainer. Der kennt sie schon seit 4 Jahren.
geht's um! Jawohl! Du hast eine Lok! Geh zu! Hopp! Du hast ein Loch von 8 Meter schon. Das holen wir uns jetzt. Volle Kanne. Nochmal gute Holen in der Abfahrt. Auf geht's jetzt. Hopp. Das ist Wahnsinn. Tobi Reiter mit sensationellen Haltungsnoten. Das holen wir uns jetzt. Volle Kanne. Und ich glaube, das macht sie, die Franziska Preuß. Im letzten Jahr hier in Ruppolding zum ersten Mal auf einem vierten Platz. Vor einer Woche in Oberhof nochmal vierte. Und heute kann sie es toppen. Hinter ihr hier, hinter Daria Domracheva. Sie ist einfach großartig, diese Daria Domracheva, die erfolgreichste Olympiateilnehmerin aller Zeiten. Und da kommt mit Riesenschritten Franziska Preuß. Jetzt darf nichts mehr passieren, nur nicht mehr umschauen, nicht mehr unsicher werden, nicht mehr straucheln. Das muss doch gehen. Da kommen die Nächsten. Valentina Semperenko, aber rechts Veronika Vítková, die unglaubliche Läuferin, die Tschechin, die jetzt auf drei geht. Nowakowska Simjak, tapferes Rennen der Polin, auf sechs. Rechts hinten kommt schon wieder Kaiser Meckerein in Rang gestapft. Und da hinten auch Franziska Hildebrandt. Auch die macht ein wirklich bemerkenswertes Rennen. Zwölfte. Hat jetzt 18 Sekunden verloren, aber das ist kein Wunder, denn vorn läuft Daria Domracheva. Und schauen Sie sich Franziska Preuß an, wie gut die drauf ist. Die kommt sogar näher. Das gibt's doch nicht. Letzter Anstieg auf ihren Heimstrecken. Hier kennt sie jeden Zentimeter, ohne und mit Schnee. Zehn Sekunden Luft nach hinten, dafür hat Tobi Reiter gleich keine Luft mehr und sie lässt keine Luft ran heute, Daria Domracheva. Drei Fehler insgesamt, ein glänzendes letztes Schießen, da hat sie gezeigt, dass sie die absolute Matadorin ist. Die Lücke ist groß genug, auch Franziska Preuß, sie kann sich gleich fertig machen zum Händeschütteln und jubeln. Nächster Weltcup-Sieg der dreimaligen Olympiasiegerin von Sochi. Letzter kleiner Hügel und dann sieht sie schon die Zielgerade. Aber hier geht's gleich los. Die deutschen Fahnen werden geschwenkt, denn Franziska Preuß ist erste Verfolgerin von Daria Domracheva. Die Weltcup-Zweite holt sich heute weitere 60 Punkte in der Gesamtwertung und den nächsten Weltcup-Sieg. Die Olympiasiegerin auf dieser Strecke. Sie gewann auch vergangene Woche in Oberhof. Dieser Massenstart, der liegt ihr und sie wird bejubelt von 17.000 frenetischen Zuschauern. Glückwunsch, Anerkennung, sie ist die Beste, auch heute, aber nicht nur heute. Daria Domracheva und jetzt kommt's, der Hammer, die Überfliegerin aus Deutschland, zum ersten Mal in ihrem Leben auf dem Treppchen, mit 20 Lenzen, Franziska Preuß, einer Überfliegerin auf den Fersen, der helle Wahnsinn, sie wird getragen, sie wird bejubelt, sie wird verhätschelt heute Abend, sie muss feiern, da bin ich ganz sicher, eine Sensation! Rang 2 für Preuß. Jetzt kommt Vítková und die sichert sich Rang 3. Semerenko, Bescon, die Nächsten und die alle geschlagen von Franziska Preuß. Jetzt erst kommt die Weltcup-führende Kaiser Meckerainen. Virolainen, die beste Russin heute. Da hinten kommt Franziska Hildebrandt. Marie Durand-Aber im Ziel als Elfte. Franziska Hildebrandt wird 14. Aber auch ihr dürfen wir gratulieren. Hat nochmal tüchtig verloren auf der letzten Runde. Eine Minute am Ende der Rückstand, aber Platz 14. Auch das gibt eine Menge Weltcup-Punkte. Drei hatten wir im Wettbewerb, die dritte kommt jetzt auf Platz 20, Vanessa Hinz. Sie kommen aus dem Jubeln gar nicht raus heute, die 17.000, bekommt die ersten Glückwünsche von der Pressebetreuerin.
des Deutschen Skiverbandes. Irgendwie war es überfällig. Franziska Preuß hat sich in Oberhof schon in Position gebracht mit den Plätzen 4 und 6 in Sprint und Massenstart. Und wenn es eine schaffen konnte, dann haben alle gesagt, dann ist Franziska Preuß dazu in der Lage. Nur eine hat sie am Ende vor sich dulden müssen heute. Daria Domracheva, dann Franziska Preuß, dann Veronika Vítková und jetzt Franziska Preuß bei Jessie Wellmacher.